Huhu und willkommen zurück im Jadereich in der Festung der Lotus Assassinen. Wir haben hier gerade mit dem Seelenextraktorraum ein bisschen herumexperimentiert und die Seele eines Pferdefürsten entnommen. Sind wir immer noch hier bei der Seele? Tatsächlich. Wir müssen nochmal hochfahren. Wir hatten ja einige Probleme, wieder nach oben zu kommen, da uns die nette Dame davon abhalten wollte, nochmal, ja, hochzuschauen. Aber wo doch mal dabei sind, können wir nochmal in die anderen Ebenen hineinschauen, bevor wir uns zurückbegeben und den Meister Shin einer auswischen wollen, den wir ja um die wir uns kümmern sollen vom Meister Gang. Der möchte das nämlich unbedingt. Also gehen wir erstmal auf das oberflächennahe Bergwerk. Da können wir hier noch ein bisschen ein paar Runden drehen, mit Seidenfuchs ein bisschen im Kreise tanzen. Yeah. Aber nicht zu nah in der Mitte stehen. Nicht, dass das Ding zufälligerweise plötzlich losgeht und wir haben hier den Schlamassel. Ja, das wäre nicht so schön. Mal schauen. Was gibt's hier so? Können wir hier was mitnehmen? Oh, Knochen. Nom, 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 nom. Da gibt's vielleicht einen oder anderen. Nichts. Überhaupt nichts. Ah, eine Vase. Ein Eisenhautjuwel. Ui, das klingt doch ganz gut. Schauen wir gleich mal. 0% Schaden durch Fallen. Wir können also immer ausweichen oder nie Schaden dadurch kriegen. Na, da gucken wir dann mal. Hier wäre dann wohl kleine Spalte, die Sonnenstrahlen gelangen herein. Eine ausgerichtete Sklave könnte vielleicht an der Oberfläche, an die Oberfläche gelangen. Niemand sonst will doch hindurch passen. Ein ausgezehrter Sklave. Können wir vielleicht noch jemanden befreien? Hier. Dann gucken wir vielleicht nochmal. War da noch eine Vase? Noch eine Vase? Bumm. Noch ein Eisenhautjuwel? Haben wir hier gerade einen? Das hatten wir doch gerade eben erst. Mal gucken. Kommt der jetzt wieder, wenn ich hier klicke? Wie eine Vase? Nein? Haben wir eben zwei Eisenhautjuwele bekommen. Ist ja interessant. Also wer will, kann ja öfter vorbeikommen und sich nochmal eins nehmen. Naja. Gucken wir mal auf die Gefängnisebene. Vielleicht lässt sich hier tatsächlich jemand befreien. Das wäre natürlich super. Dann könnten wir den Losassi nochmal eine auswischen. Na, da fahren wir nochmal in irgendeine Richtung hoch oder runter. Nur ein bisschen höher. Hier geht's rein. Wunderbar. Wen haben wir hier so? Lotus Assassinen. Wer seid ihr? Irgendein neuer Akolyt? Von eurer Sorte habe ich schon viele gesehen. Ich passe auf die Sklaven auf, die ihr zum Extraktor bringt. Die Unausweichlichkeit ihres Todes ist sehr unterhaltsam. Wie ich sehe, habt ihr euch noch nicht einmal eure Zeichen verdient. Meister Gang scheint schwach zu werden, da er euch bereits solche Freiheiten zugesteht. Ja. Ich kann nicht erlauben, dass diese Sklaven hier bleiben. Wir brauchen nämlich ein paar, die wir mitnehmen möchten. Ihr begebt euch auf gefährliches Gelände, Akolyt. Falls ihr nicht vorhabt, ihren Abtransport zum Extraktor zu beschleunigen, könnt ihr für eure Unverschämtheit bestraft werden. Na, von wem denn? Ich fordere, dass ihr sie sofort freilasst. Diese Leute sind nicht euer Vieh. Ihr fordert es? Ihr seid eindeutig nicht als Akolyt hier. Wenn ihr für diese räudigen Hunde sterben wollt, dann nur zu. Ja, wer von uns beiden wird hier sterben? Ich glaube ja wohl eher, das wird er sein. Er trifft uns ja nicht mal. Ein hervorragender Standpunkt von ihm aus. Also, komm schon. Ein bisschen mehr hast du doch schon drauf, oder? Hallo? Nimm wohl. Das war der Stil. Die eiserne Hand von ihm? Haha. Ihr habt uns eine Chance gegeben. Bitte lasst uns raus. Na klar. Sklave Hanro. Ihr habt uns eine Chance. Wir sind frei. Wenn auch nur für kurze Zeit. Es gibt sicher noch andere Wachen. Danke für das, was ihr getan habt. Aber ich weiß nicht, wo wir jetzt hin sollen. Das Bergwerk. Das kleinere. Erinnert ihr euch? Bevor sie aufgehört haben, dort Gräber auszuschachten, kam Licht von der Oberfläche herein. Ich habe mal gehört, dass jemand entkommen ist. Ich weiß nicht, ob er es auch aus der Stadt der Toten geschafft hat, aber es wäre eine Chance. Na, das haben wir doch gesehen. Die Wache ist tot, der Weg ist jetzt frei. Vielleicht können wir auch noch ein paar bis dorthin begleiten. Danke. Ich hätte nie gedacht, an diesem Ort eine freundliche Seele zu finden. Wunderbar. Dann lauf mal, so schnell wie der Wind. Hui. Und da haben wir einen Stufenaufstieg erreicht. Finden wir vielleicht noch was, bevor wir das schnell ablaufen? Nein, nichts Neues. Na dann, mal eben schnell aufleveln.
eine neue Stufe. Wir nehmen Körper, Seele und nochmal Seele, weil es wichtig ist. Ja. Und wir haben 19 weitere Punkte, die wir verteilen können. Erstmal wieder auf eiserne Hand, die macht nämlich eigentlich ganz gut Schaden so. Also hier mal schön die Schadenserhöhung reinhauen. Und mehr Schnelligkeit brauchen wir die? Na, vielleicht eigentlich noch nicht. Ich sag mal, noch ein bisschen mehr Chi-Schaden. Und dann nochmal mehr Schnelligkeit. Dann haben wir die gut aufgerüstet und können sie auch besser verwenden. Der Rest ist ja schon recht hoch gemacht. Dann sollten wir keine Probleme mehr haben mit neuen Gegnern, die sich da so an uns anpirschen. Na, mal sehen. Okay, dann können wir jetzt auch schon wieder auf die oberste Hauptebene gehen. Haben wir hier alles erledigt, hoffe ich doch. Und dann nichts wie auf zum Meistergang oder zum... Ich glaube, wir sollten doch die Seele jetzt dem Jadegolem einsetzen. Und wie wir ja alle wissen, die Seele ist nicht so... ohne. Oh, Kakawa. Ah, seid ihr? Erinnert ihr euch an mich? Ich habe euch in der Halle willkommen geheißen. Ja. Und wie gesagt, bin ich noch nicht fertig mit euch. Die zahlenmäßige Überlegenheit spricht deutlich für uns. Welche Überlegenheit von... da waren noch mehr. Ihr seid ganz Liebling geworden und das würdigt uns alle herab. Die Golem-Armee verdrängt ohnehin schon allmählich. Es wird Zeit, dass ihr euren Platz kennenlernt. Wir wollten euch nicht gegen uns aufbringen. Ich bin sicher, es gibt genug Platz für uns alle hier in diesem hübschen Freizeitparadies. Da bin ich anderer Meinung, genau wie meine Begleiter. Es ist schwer genug, an diesem Ort voranzukommen, auch ohne dass ihr den Meister ablenkt. Wenn ihr weg seid, wird Meister Kang merken, dass er sich lieber uns hätte zuwenden sollen. Das ist das Einzige, was zählt. Nein. Ohne mich. Ihr könnt gleich mal ein bisschen Bekanntschaft machen mit unserem Dämonenstab. Pam, 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 wie. Und mal ein bisschen schön nachsitzen mit härteren Schlägen den Fokusmodus. Wir haben gerade Seidenfuchs, tut mir leid, ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wir haben jetzt auch die eiserne Hand etwas aufgerüstet, dann können wir hier gleich mal ausprobieren, wie die sich jetzt so macht. Mit harten Schlägen, wuppa, schön um die Ecke gerannt, haben wir noch geholt. Sehr schön, diese Verfolgung. Upp. Es hat schon was, dieser weit ausholende Stil. Sieht ganz hübsch aus. Vor allem das Anrennen hat, ist sehr, sehr lustig. Dieses Umhauen, einfach mit dem Kopf. So, sie denken sie dann mäßig, wie das Fußballmatch da damals war. Ich bin eigentlich ein großer Fußballfan, aber daran erinnere ich mich noch. Diesen legendären Kopfstoß. Ja, und na, wir wollen ja auch nicht nur Kopfstoßen, deswegen werfen wir noch ein paar Steine an den Kopf. Sehr effektiv. Aha. Na, ja, das wäre dann wohl alles. Tja, so kann es zu Ende gehen. Ja, ja. Ein Golem. Bist du der Jade-Golem? Nein, du bist nur ein Lehm-Golem, denn wir brauchen hier einen Jade-Golem, der das Ganze hier anführen soll. Und der wird das Ganze dann so gut anführen, dass es total chaotisch wird. Wir haben ja diese Pferdenfürste-Seele reingetan. Und die ist ja ganz toll. Die ist super für Anführerzwecke. Weil dann werden alle einem Idioten folgen. Und Seidenfuchs hat sich wieder irgendwo hingesetzt, hat sich gedacht, nö, ich komme heute wieder mal nicht mit. Ach ja. Oh, hier können wir ja ein bisschen, ja, probieren wir ein bisschen aus. Die Golempresse. Hier kann man einstellen, welche Art von Golem erzeugt wird. Die Einstellung Lehmgolem ist arretiert. Okay, die ist also eingerastet. An der Seite befindet sich eine Öffnung, in die anscheinend irgendwelche Turmbehälter gesteckt werden können. Abgesehen davon kann man hier nicht viel machen. Mal lassen wir die Maschine erstmal in Ruhe. Wir brauchen hier einen Jadegolem. Was wollt ihr? Einen Jadegolem hätten wir gerne. Erzählt mir doch mal von den verschiedenen Golems. Ihr braucht nicht viel zu wissen. Wir können derzeit zwar Golemkörper herstellen, aber Seelenscherben gibt es erst wieder, wenn der Jadegolem fertig ist. Gut. Und warum ist dieser Jadegolem so besonders? Es werden nur sehr wenige hergestellt. Sie sind teuer und schwierig anzufertigen, aber sie sind auch unentbehrlich. Ein einziger Jadegolem kann eine ganze Legion anderer führen und beruhigen. Was meint ihr mit führen und beruhigen? Ein oder zwei Golems können allein durch Willenskraft kontrolliert werden. Aber mit größeren Anzahlen wird es schwierig. Sie werden verwirrt. Ihr Wille zieht sich zurück und bringt Wahnsinn hervor. Jadegolems sorgen für Ordnung. Befehligt einen Jadegolem und ihr befehligt sie alle.
Der gegenwärtigen Legion ist aber noch kein Jadegolem zugewiesen worden. Meister Gang wird euch wahrscheinlich anweisen, dabei behilflich zu sein, falls er es noch nicht getan hat. Oh, das hat er schon getan. Wir wissen genau, welche Art von Seele dieser Golem bekommt. Ich werde mich wieder meinen Aufgaben zuwenden. Tut das mal. Wir machen unseren Mist hier weiter. Was heißt Mist? Wir machen hier nur ein bisschen... Wir schmeißen Mist in Pferdedung hier in der Lotus-Assassinen-Festung. Hurra! Na, melden wir uns mal beim Meister Gang. Vielleicht kann der uns jetzt weiterhelfen, wo wir die Seele einsetzen sollen. Ich habe hier keinen Jadegolem gesehen. Das mit dem Extraktor habt ihr also erledigt. Mithilfe dieser Seelenscherbe wird ein Jadegolem ein ganzes Bataillon von Lehmgolems kontrollieren können. Beseitigt Shin und ich werde euch Großinquisitorin Gia vorstellen. Zu den inneren Gemächern haben Akolyten gewöhnlich keinen Zutritt. Aber ihr habt euch als wertvoller Verbündeter erwiesen. Ihr werdet es bei den Lotus-Assassinen weit bringen. Aber hallo. Wo wollen wir den Meisterchen denn reinbringen? Ihr allerdings wäre der ziemlich in Äppen, der durch die Golempresse getötet werden würde. Ja, das können wir gleich mal so nebenbei erzählen, ja. Eine interessante Idee. So etwas ist schon vorgekommen und alle hielten das Opfer deswegen für einen Trottel. Aber mit Shin ist es unmöglich. Ihr könntet genauso gut versuchen, einen der Golems auf ihn fallen zu lassen. Er würde sich nie so ablenken lassen, dass er in die Presse geriete. Schließlich sind wir Lotus-Assassinen. Naja, wer weiß, vielleicht kriegen wir ihn trotzdem in die Presse. Das wäre interessant herauszukriegen. Dann werden wir ihn auf jeden Fall töten und ihn anschließend dorthin schaffen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder er findet eben anderswo sein Ende, aber... Ja, schauen wir mal. Das wäre eine Möglichkeit, aber Shin verlässt die inneren Gemächer nicht oft. Nur um in der Halle der Einweisung neue Sklavenlieferungen zu inspizieren. Ihr müsstet sehr viele Augen schließen, um mit einem Mordanschlag in der Halle davonzukommen und die Leiche in die Presse zu befördern. Aber die Botschaft wäre sicher klar. Die Halle von allen Zeugen freiräumen, den Akolyten an der Presse ablenken und die Sklavenlieferung draußen in der Stadt der Toten aufhalten, bevor sie hier eintrifft? Das klingt, als wäre es kaum zu bewerkstelligen. Erledigt das unauffällig, aber setzt Gewalt ein, wenn es nötig werden sollte. Habt ihr Erfolg, so stelle ich euch in den inneren Gemächern Großinquisitorin Gia vor. Eine seltene Ehre für einen Akolyten. Hey, da können wir gleich mal unsere Inquisitoren-Skills mal ausfahren. Ein bisschen heimlich-tourisch und ab und zu ein bisschen verwüsterisch handeln. Nun gut, dann... Wir haben natürlich noch die Seelenscherbe für den Jadegolem. Ja, ich weiß. Wenn ihr eure andere Aufgabe für mich erledigt habt, könnt ihr sie im inneren Teil der Festung präsentieren. Das ist eine große Ehre für einen Lotus-Akolyten. Ihr könntet sogar Großinquisitorin Gia begegnen. Na, nun gut, dann müssen wir uns noch um einiges kümmern. Führt die Aufgabe zu Ende, die ich euch gegeben habe, Akolyt. Findet eine gute Methode, Meister Shin zu töten und zu entehren. Na klar machen wir das. Naja, wie auch immer. Hat sie vielleicht noch irgendwas zu sagen? Ich bewundere eure Fähigkeiten. Na, das wissen wir schon. Braucht ihr warum es nicht geholfen hat, blablabla. Ja, nichts Neues, auf Wiedersehen. Lebt wohl, ja. Hervorragend. Der Assassine bleibt, wo er ist, in seinem stillen Kämmerchen und schließt die Augen vor der Welt. Naja, darf er ja. Muss er ja. Kann er ja. Ach, Akolyten noch. Ja, bei euch wird die Persönlichkeit einfach erschossen. Kann man sowas sagen? Persönlichkeit erschossen? Ach, naja. Die Persönlichkeit wird einfach zerstört. Nein, nicht wunderbar, aber gut. Hier hinter dieser Maske, der Hand des Todesmaske, ist der liebe Meister Shin. Dürfte zumindest sein, glaube ich. Verhält sich, ja, wird sich schon irgendwo aufhalten. Aber wollen wir erstmal der Golempresse vielleicht den Akolyten bestechen oder so? Na, wir werden sehen. Er lässt sich doch bestimmt irgendwie überreden, mal ein Auge zuzudrücken, oder? Was wollt ihr?
Ich muss euch von diesem Posten ablösen. Verlasst den Raum. So? Warum sollte ich für einen frischblütigen Akolyten Platz machen? Ich muss an meine eigene Position denken. Und so leicht lasse ich mich nicht ersetzen. Nicht? Wenn ihr mit Anweisungen von Meister Gang kommt, gebe ich nach, denn er ist auch mein Meister. Bis dahin bewege ich mich nicht von der Stelle. Okay. Da eure Position hängt von Meister Gangs Position ab, ich kann ihm zu einem Aufstieg verhelfen, falls es hier keine neugierigen Augen gibt. Ich verstehe. Die Wege des Ordens sind geheimnisvoll und brutal. Wenn ohne Zeugen eine Lücke entstehen sollte, nützt das allen unter ihm. Ich verstehe. Genau. Ich werde mich um die Golems kümmern, die auf die Führung durch den Jade-Golem vorbereitet werden. Ich glaube nicht, dass ich heute noch hierher zurückkehren kann. Hervorragende Neuigkeiten. Mir kommt da ein Gedanke. Wenn eine Lücke uns nützt, profitieren wir noch mehr von zwei Lücken. Sollte dem guten Meister etwas zustoßen? Vielleicht wollt ihr das ja im Hinterkopf behalten. Ja, dem Meister könnten wir vielleicht ein Flügel zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Steuerung des Krans, und damit können wir die Golems von der Presse heben. Okay. Aber weiter können wir erstmal nichts tun, da ist überhaupt noch gar kein Golem gebumst worden. Ja, gebumst worden. Huhu. Haha, sehr lustig. Dann hätten wir das erledigt. Dann brauchen wir nur noch jetzt in der Halle die Leute davon zu überzeugen, woanders zu sein. Jetzt, vielleicht müssen wir nochmal rausgehen und dann in der Stadt der Toten ein bisschen was erledigen. Das weiß ich noch gar nicht so genau. Aber legen wir mal einen Zahn zu. Yeah. Mit einem Fokusrenner. Ui. Und schon sind wir da. So, gibt's hier irgendwas zu tun? Ah, hier niemand, da niemand. Die Lehmgolems sehen ja nichts, oder? Ah, sie sehen mich. Ah, na egal. So. So. Da, Gastmeisterin Soto, ihr dürft doch mal gehen. Was wollt ihr jetzt, Akolyt? Ihr habt keinen Grund, mit uns zu sprechen, es sei denn, die Presse ist beschädigt. Ich muss dafür sorgen, dass alle die Halle verlassen. Das ist euer Pech, denn was ein Akolyt tun muss, spielt für uns kaum eine Rolle. Unsere Aufgaben sind für heute erledigt. Aber Großinquisitorin Gia könnte uns jederzeit anfordern. Wir müssen eingreifen können, wenn die Golem-Presse nicht funktioniert. Außer ihrem direkten Befehl bringt uns höchstens ein Reparaturnotfall von hier weg. Tretet beiseite, Akolyt. Ihr kümmert uns nicht. Okay, wenn die Presse vielleicht eine Reparatur benötigt. Das werden wir uns mal merken. Lasst uns in Ruhe, Akolyt. Gut, dann wissen wir, wie wir die schon mal wegkriegen können. In der eine der nächsten Folgen, aber erst nochmal hier schauen. Ja, hier schon wieder. Was kann ich für euch tun? Da ich eure eigenen Münzen zu einer Seltenheit unter das Dienen machen, steht Händler Kia Yong gern zu Diensten. Ich muss die Halle räumen. Begibt euch bitte in einen anderen Raum. Und warum sollte ich das tun? Das Bewegen meiner Waren ist eine schwere und laute Arbeit und ich möchte die Arbeiten hier so wenig wie möglich stören. Es gefällt mir da, wo ich bin. Also lasst mich in Ruhe. Vielleicht könnte ich euch zum Umzug überreden. Ich wüsste nicht wie. Betrachtet es als Investition. Die Machtstrukturen hier werden sich bald ändern. Ich verstehe. Es könnten die Dinge hier etwas komplizierter werden, ja? Unter solchen Umständen kann sich Flexibilität als sehr nützlich erweisen. Ich werde meine Waren nach unten in die mittleren Kammern verlagern. Falls jemand fragt, werde ich sagen, dass die Kühle der inneren Räumlichkeiten mein Waren besser bekommt. Was man von meinem alten Gelenken nicht unbedingt behaupten kann. Nun gut. Besucht mich in den inneren Kammern, falls ihr etwas kaufen möchtet. Oh, das ging fix. Na, da bleiben ja nur noch die Urne hier, die wir mal eben mitnehmen. Hui, 283 Silber. Hervorragend. Die Magier der Lotus-Assassinen, die dürfen auch mal verschwinden. Ah, seid ihr der Akolyt, auf den ich gewartet habe? Ich kann nicht länger zögern. Ich darf die Gelegenheit für eine Beschwörung nicht verpassen. Wie ich schon sagte, Golems sind tumpe Spielzeuge. Alle, die in letzter Zeit hergestellt wurden, stehen untätig herum und warten auf einen Jade-Golem.
das sie nützlich macht. Verschwendung. Ich werde Großinquisitorin Gia zeigen, dass es besser ist, Diener aus dem Geisterreich zu holen. Seht mit an, wie ich mühelos einen fähigen Gehilfen aus dem Nichts herbeirufe. Nein, seid ihr sicher, dass das klug ist? Ich habe Forschungen betrieben, Akolyt. Es ist nicht so schwer, wie es scheint. Manche wirken recht begierig zu dienen. Golems denken überhaupt nichts. Seht zu und lernt. Ukir, Sita, Kavu, Vir, Vosair, Ju, Pravu. Nein, nein. Etwas stimmt nicht. Vernichtet sie. Jetzt dürfen wir hinter dir aufräumen. Hey, Moment mal. Wo läuft der schon wieder hin? Die brennen ja noch. Weg, 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 weg. Na komm, die sind keine große Gefahr für uns. Wir können selber ein paar magische Fähigkeiten raushauen. Hopp, und dann machen wir hier nochmal ein Combo hinterher. Bam. Und tschüss. Das war's für ihn. Haha. Ihr habt nichts gesehen, nichts. Ich muss meine Forschungen fortsetzen, bevor Gia mein Versagen bemerkt. Ich weiß, dass es klappen kann. Na, da würde mich an eurer Stelle jetzt ganz schnell irgendwo verkriechen und nicht hierher zurückkommen. Hahaha, sehr schön. Hier bleibt alles frei, der Beobachter ist auch nirgends zu sehen. Wunderbar, dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um die beiden Gesellen hier und haben viel Spaß mit der Golempresse und sehen mal, wie das Ganze ausgeht zwischen Meister Shin und Meister Gang. Ob einer von beiden überleben wird oder keiner von beiden oder beide von beiden. Und wir gucken in die Röhre. Naja, die nächste Folge wird's zeigen. Ciao.